So, willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon Go. Ich muss mich wirklich nochmal zu Wort melden. Eigentlich dachte ich, das war's für heute, weil das Best of vom Z-Day online kommen sollte und so weiter. Und mir ist schon wieder was passiert, mir ist wieder was aufgefallen. Das war beim letzten Z-Day schon so, jetzt ist es auch wieder so. Ich verstehe es nicht, ich kann's. Es geht nicht rein in meinen Schädel, wie sowas passiert. Ich sag's jetzt nochmal. Und vielleicht kann jemand die Lösung in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woran das liegt. Gestern war der C-Day, gestern bin ich rumgelaufen, gestern habe ich den Livestream gemacht mit den Levelaufstiegen, habe extra mein Datenvolumen verbraucht, wollte da schön zeigen, wie alle aufsteigen, alles hin und her. Beim vorletzten Mal war das Problem schon, dass ich gesagt habe, das war aber irgendwie voll wenig. Ich habe so viele Aufstiege gehabt eigentlich, die gewartet haben. Und dann waren das nur 3 Millionen Punkte. Jetzt gestern waren es 5,5 Millionen Punkte, was schon viel mehr ist. Gute Sache erstmal. Aber irgendwie kam mir der Eindruck auf, es sind schon wieder nicht alle, die aufgestiegen sind, gezählt worden. Und der Eindruck hat sich bestätigt, denn gestern im Livestream habe ich extra gezeigt, ich habe das Geschenk von Knubbel geöffnet. Das einfach nur dieses Beispiel. Knubbel ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe noch gesagt, auch Knubbel heißt so nicht der Hund vom Unge, ne? Knubbel. Ich habe gewartet, bis alle geöffnet haben. Dann bin ich rein. 11.20 Uhr ungefähr. Da habe ich noch ein paar geöffnet, die aufsteigen. Ich habe das Geschenk von Knubbel geöffnet. Knubbel ist aufgestiegen. Stufe 3 wurde angezeigt. Wir haben noch genau einen Tag gebraucht. Wir haben einen Tag gebraucht bis Hyperfreunde. Ich habe den geöffnet. Er ist Stufe 3 geworden im Spiel. Er hat einen blauen Kreis gehabt. Es ist normalerweise, wenn ihr also einen Tag dann braucht und Hyperfreunde seid, steht ja da noch 60 Tage bis beste Freunde. Da geht das wieder los. Aber dadurch, dass das jetzt zwei Interaktionen macht im Event, braucht es natürlich nicht 60, sondern 59, sprich, wenn ich heute also reingehe und heute bei Knubbel das Geschenk öffne oder er bei mir öffnet, müsste also eine 59 dran stehen, mit den zwei, die jetzt von heute dazukommen, nur noch 57. Jetzt habe ich nicht schlecht gestaunt, gestern Hyperfreunde, Knubbel hat es mir nicht angezeigt, Knubbel stand dann aber da, 3 Sterne, ich bin raus. Der ist wieder mal nicht reingeflogen beim Aufstieg, genau wie etliche andere, auch beim letzten Mal, was mich ja so irritiert hat. Heute gucke ich in mein Tagebuch, denn als ich mich in der App angemeldet habe, kommt plötzlich die Benachrichtigung, Knubbel und du seid Hyperfreunde. 50.000, wieder mal ohne Glücksei, ohne alles, einfach nur so, der Aufstieg kam jetzt rein und ich habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Hat das nicht gezählt? War das so überfordert, weil das so viele waren, dass das jetzt erst dazu gezählt hat? Aber nein, es hat nicht gezählt und es hat heute den Aufstieg gemacht, weil Knubbel heute das Geschenk von mir geöffnet hat, was er von gestern noch hatte. Ich habe gestern geöffnet für Hyperfreunde, wo wir sogar eine Interaktion drüber waren. Er hat heute geöffnet bei 59 Interaktionen zum besten Freund. Hat mittags geöffnet irgendwann. Jetzt standen 57 Interaktionen bis zum besten Freund dran. Und bei 57 statt 60, bei 57 hat es jetzt Hyperfreunde dazu gezählt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Knubbel, wenn du das siehst, wenn du kommentieren kannst, sag mir bitte mal, hat das gestern mit dir Hyperfreunde dazugezählt oder hat das heute erst Hyperfreunde dazugezählt, als du dein Geschenk geöffnet hast? Denn ich hab's abgescreent, ich habe jetzt die Aufnahme nicht, wie Hyperfreunde reingeflogen kam, aber ich habe im Tagebuch nachgeguckt extra. Er hat heute ein Geschenk von mir geöffnet und heute stand da noch 57 Tage bis zu beste Freunde. Und heute kam deswegen mit dieser Geschenköffnung die Meldung, ihr seid jetzt Hyperfreunde. 3!
3 Interaktionen über dem eigentlichen Aufstieg. Ich versteh's nicht. Und beim letzten Mal war das auch so. Und dann haben Leute gesagt, in der Spieletrendgruppe wieder mal, Gelaber, das stimmt doch gar nicht und sowas gibt's gar nicht. Dann haben einen da als was weiß ich hingestellt, jetzt ist es wieder so und ich verstehe es wieder mal nicht. Also es ergibt für mich alles komplett keinen Sinn. Beim letzten Mal war es ja so heftig, da gab es ja dieses Event nicht, wo 2 Interaktionen waren. Beim letzten Mal war es so, Hyperfreund, 3 Sterne, habe ich mich gefreut, wurde nicht angezeigt. Am nächsten Tag kam plötzlich Aufstieg, och, Hyperfreund, derjenige hat geöffnet, jetzt seid ihr aufgestiegen. Sogar 2 Tage später gab es Leute, als die ihre Geschenke geöffnet haben, dass bei mir angezeigt wurde, Hyperfreund. Ich frage mich, warum? Selbst 2 Tage danach sind Leute noch aufgestiegen, obwohl die eigentlich an dem Tag schon Hyperfreunde waren. Ich konnte auch nichts machen. Selbst mit meinen eigenen Accounts, ich habe bei den 4 Halloween-Accounts, habe ich Geschenke geöffnet, abends nach 0 Uhr, damit die aufsteigen. Die haben die Erfahrungspunkte bekommen. Bei mir wären sie angerechnet gewesen, wenn ich am nächsten Tag dann in die App reingehe und mein Ei anmache. Ist nicht passiert. Erst 2 Tage danach, als ich wieder Geschenke angenommen habe von meinen und geöffnet habe und bei mir dann drin war, stand plötzlich da, aufgestiegen, bester Freund, aufgestiegen, bester Freund, aufgestiegen, bester Freund. Das war auch 2 Tage danach, so wie jetzt, 3 Interaktionen drüber. Und ich möchte nicht wissen, bei wie vielen das beim letzten Mal passiert ist, bei wie vielen das dieses Mal gewesen ist, da fragt man sich auch, wozu gehe ich los und sammle diese ganzen Leute, diese ganzen Geschenke, diese ganzen Aufstiege, wieso öffne ich nicht einfach, wieso mache ich nicht einfach, wenn sowieso alles ohne Glückseitern da durchrattert. Gut, es ist jetzt ein geringer Teil, die meisten sind ja drin gewesen, aber es gibt Leute, die dann eben nicht drin waren, warum auch immer, ich verstehe es nicht, vielleicht habt ihr das schon erlebt? Kennt ihr das? Habt ihr solche Erfahrungen schon gemacht? Schreibt's nochmal rein und Knubbel, wenn du irgendwo da draußen bist, wenn du existierst, bitte schreib mal rein, bist du heute aufgestiegen zu Hyperfreund oder hat das gestern bei dir schon dazugezählt? Und mit dem bei dir also ganz normal gestern Hyperfreund, heute öffnest du nichts ahnen und plötzlich zählt das bei mir dazu oder was? Oder ist das bei dir heute auch erst gewesen? Obwohl wir sehen, dass wir nur noch 57 Tage jetzt so beste Freunde brauchen, obwohl beim Aufstieg mindestens 60 Tage dran stehen müsste. Jetzt könnte 59 stehen, wegen diesen 2 Interaktionen, aber es steht 57. Was ja heißt, dass es gestern schon 1 drüber war beim C-Day und trotzdem nicht gezählt hat. Bei mir zumindest. Niantic beklaut die Spieler weiterhin, Niantic klaut Erfahrungspunkte, Niantic gönnt nicht, Niantic, weiß ich nicht, wozu Community Egg, wozu sammeln, wozu alles mögliche, wenn ihr dann so verarscht werdet, ich weiß es nicht. Das war's aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Bitte, wenn ihr Erfahrung damit habt, schreibt's mal rein. Ist eigentlich ein total sinnloses, unwichtiges Video, deswegen hau ich das heute Abend als Zweitvideo noch raus nach dem C-Day Best-of, weil C-Day Best-of ging sowieso eine halbe Stunde. War wieder mal sehr lustig, sehr witzig, ganz cool, denke ich mal. Und ich muss euch eh noch fragen, wegen den Livestreams am C-Day mit den Levelaufstiegen, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder nicht. Denn früher habe ich einmal mit der Kamera das gemacht, aber vom C-Day-Video waren dann 10 Minuten vielleicht nur Aufstiege da. So habe ich ja trotzdem 20 bis 30 Minuten C-Day-Video, aber die Aufstiege in einem separaten Video und das als Livestream. Aber wenn ihr sagt, der Livestream ist kacke, weil der hängt immer zu und der ruckelt und er hat Aussetzer, dann brauche ich das so auch nicht machen. Wenn ihr sagt, nee, das war diesmal doch eigentlich ganz vernünftig, dann werde ich die Aufstiege jetzt immer so in einem Livestream machen. Das macht ja Sabrina auch so, mein großes Vorbild. Und werde das so beibehalten. Liegt jetzt auch an euch, an eurem Feedback. Ich werde dazu, glaube ich, in der Community-Funktion auch nochmal eine Umfrage machen. Ich werde am Montag im Livestream direkt auch nochmal das Thema ansprechen. Wahrscheinlich nächsten Montag auch noch, den Montag danach auch noch. Ich werde jetzt jeden Montag das Thema ansprechen bis zum nächsten C-Day.
damit ich weiß, ob ich beim nächsten C-Day dann wieder diesen Livestream mache oder ihn einfach komplett weglasse und es mit der Kamera wieder filmen, was total umständlich und dumm ist. Aber ihr könnt da entscheiden, wie euch das passt. Und dann hoffe ich beim nächsten C-Day, dass es mit den Levelaufstiegen auch wieder besser passt. Es ging ja vernünftig eigentlich, aber es ist trotzdem wirklich wieder nicht die richtige Zahl, die es war, angezeigt gewesen. Ich wollte doch mal dieses Maximum erreichen, wirklich, wenn alle aufsteigen, die aufgestiegen sind, wenn alle angezeigt werden, wenn alle dazu gezählt werden, wie viel schafft man, wie viel schaffe ich? Von 3 Millionen auf 5 Millionen, so 6 Millionen können schon drin sein. Wenn natürlich die Hälfte nicht zählt und erst am nächsten Tag angezeigt wird, also dann wird das nix. Deswegen, ich verstehe es nicht. Es ärgert mich trotzdem ein bisschen. Klar, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem, irgendwo will man ja auch wissen, warum ist das so oder warum nicht oder was kann man dagegen tun. Es bringt mich jetzt nicht um, aber doch, auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.